Anfang März am Pionierweg am Herzogstand. Ein Sonntag mit passablem Wetter, aber hier ist man wirklich ganz allein. Da geht es jetzt da aus dem Wald so in eine kleine Schlucht hinunter. Ein schöner Weg. Der Pionierweg war eine Zeit lang gesperrt, weil ein paar Stellen im Winter einmal durch Steinschlag ramponiert waren. Ist aber jetzt seit einem guten Jahr wieder offen und auch wieder gut hergerichtet. Man kann den jetzt wieder schön gehen. Das ist ein schöner Voralpenweg. Und weil der Frühling schon da ist, auch schon süße kleine Blümchen. Ne, wa? Da kommt jetzt dann gleich die Schlucht. Jetzt sind wir also das runtergegangen. Jetzt sind wir in der netten kleinen Schlucht. Das ist die Brücke, die wieder schön hergerichtet ist. Da ist das Bacherl. Da geht es hinauf. Und da geht es mit dem Bacherl hinunter. Und da geht der Weg dann wieder bergauf weiter. Immer noch am Pionierweg. Das ist die zweite Schlucht, die man quert. Von der hat man einen Blick bis fast hinauf zum Gipfel. Und auch da ist der Weg wieder in einem guten Zustand. Wir sind den ganzen Weg komplett allein. Und das Bacherl hat ein wunderbar klares Wasser gegen Durst. Und meistens gibt es da auch im Sommer noch ein bisschen was zum Trinken. Geht es da so ein bisschen dahin? Da muss man ein bisschen aufpassen, da ist ein bisschen was abgebrochen. Aber unproblematisch. Und wieder zurück in den Wald. Dann ziemlich am Ende vom Pionierweg. Der geht dann bald auf die Forststraßen aus, die hinaufgeht zum Herzogstandhaus. Da geht es so schön gemütlich auf dem Steigerl durch den Wald. Und wie gesagt, wir sind Mutterseelen allein. Eine schöne, gemütliche Bergtour in den bayerischen Voralpen.